What's up, Fan Prime Sunday? Happy welcome zu einem neuen Stadionblock. Es ist 22.30 Uhr und ich fahre jetzt gerade los, denn ich fahre heute über Nacht nach Mainz und besuche für euch morgen das Spiel Mainz gegen Union Berlin. Warum nach Mainz? Ganz einfach, ich war da noch nicht. Punkt 1 mit Fan Prime ist meine ich. Und Punkt 2, wir haben endlich mal wieder die ewige erste Liga am Start und ja, alles selber entspannt. Ich fahre jetzt gleich mit dem ICE über Nacht. Ich penne eine Runde und dann bin ich morgen um 6.30 Uhr in Mainz. Und dann fangen wir an, mal ein bisschen Videos aufzunehmen. Also, ich suche jetzt erstmal kurz meine Bahn. Ich nehme gleich nochmal ein Video auf, dann gehe ich schlafen und dann geht die Post ab. Ich freue mich drauf. Let's go. Auf geht die wilde Fahrt. Der Zug ist da. Ich würde sagen, let's go. So, meine Lieben, ich bin jetzt im Zug. Wir fahren jetzt nach Mainz. Und also ich, guck mal hier, mit meinen unsichtbaren Nachbarn. Ich bin ein bisschen müde. Ich gehe jetzt pennen. Und ich sag mal so, ich mache jetzt gleich einen Klatsch. Dann hole ich die Hand weg und dann sind wir schon in Mainz. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht und bis gleich. Was geht ab, Leute? Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Mainz. Ich bin auch so müde. Aber ich bin angekommen, es ist 6.20 Uhr jetzt und ja, wir gehen jetzt erstmal was frühstücken. Ich bin so kaputt. So, was ist das Wichtigste am Morgen? Ein geiles Frühstück, Leute. Schauen wir uns einmal erst den Stadtplan von Mainz an. Wir sind gerade hier im Hauptbahnhof. Wir fahren jetzt dorthin, zur großen Langgasse, glaube ich, wo Mainz gegründet wurde. Da schauen wir mal nach, was es da noch alles gibt. So, meine Lieben, ich habe sie gefunden, die Restauration Café Neuf. Hier in diesem Laden wurde der FSV Mainz 05 gegründet. Aber passt mal auf, das Gebäude war dort, zwischen dem Irish Pub. Und dort müsste früher Ernas Wäschesalon gewesen sein. Und genau dazwischen, also dieses Gebäude hier, da wurde der FSV Mainz 05 gegründet. Hier ist auch eine Gedenktafel dafür. Schaut mal hier. Die Wurzeln des ersten FSV Mainz 05. Ehemaliger Standort Insel 6. So. Ich blende euch das mal ein. Wenn ihr es euch durchlesen wollt, einfach das Video kurz stoppen. So. Richtig cool. Dass es hier noch davon eine Gedenktafel gibt. So sieht der Ort aus. Also wer hier hinkommen möchte, einfach beim Irish Pub hier vorne die Säule anschauen und da steht dann alles drin. Ne? Hier. Das alte Foto, original im Stadtarchiv Mainz, zeigt den Gründungsort des ersten FSV Mainz 05. So. Hammer. Ich finde, schon mal ein sehr guter Start in diese Geschichte der ewigen ersten Liga von FSV Mainz 05. Ich würde jetzt mit euch zur ersten Spielstätte fahren, wo die Mainzer das allererste Mal gespielt haben. Und dann zeige ich euch mal ein bisschen, was es da so gibt. Also, lasst uns dahin. By the way, hieß der erste Club, also der erste Verein, erster Mainzer Fußballclub Hassia von 1905. So hieß der FSV Mainz 05 das erste Mal. So, jetzt gehen wir aber wirklich zur ersten Spielstätte und schauen mal, was wir dort so finden. So, hier auf dem Weg zum Stadion habe ich nochmal hier den Gardetrommler getroffen. Das ist ein Geschenk der Mainzer Prinzengarde. Und schaut euch mal bitte an, wie dieser Ort hier, dieser Hof hier ist. Ja, es sieht so geil aus. Ich habe gehört, Mainzer Innenstadt ist so mega nice. Ja, schaut euch mal die Figuren da an, das ist der Wahnsinn. So, angekommen an der alten, glaube ich, Radrennbahn. Hier war früher der Platz von Mainz, der erste Platz. Ich glaube, man kann das so ein bisschen erahnen. Vielleicht waren hier so die Tribünen. Hier. Ich hoffe, ich habe richtig recherchiert. Auf jeden Fall befinden wir uns hier wirklich genau zwischen dem Drusewall, das müsste der hier sein, das ist der Drusewall,
und Fort Elisabeth. Das ist auf jeden Fall die Straße dort. Und ich glaube, der Fichteplatz ist da hinten. Also genau dazwischen. Hier befindet sich sozusagen der alte, jetzt nicht mehr existierende Platz von Mainz 05. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass diese Hecken und dieser Wall hier die Tribünen waren früher. Vielleicht waren hier die Tribünen irgendwie aufgebaut und hier irgendwie war der Platz. Wobei ich sagen muss, der Platz ist schon ein bisschen klein. Na, vielleicht war der auch ein bisschen geweitet. So. Auf jeden Fall war hier die erste Spielstätte von Mainz. Wir gehen jetzt wieder zurück in die Mainzer Innenstadt, in die Altstadt, um genau zu sein. Schauen uns dort mal ein bisschen was an. Und danach fahren wir zur ersten eigenen Spielstätte von Mainz 05. Ich bin sehr gespannt, ob wir dort was finden. Ich glaube nicht. Ich habe eben auf Google Maps geguckt, aber ja, erstmal gehen wir jetzt in die Altstadt. Ich bin wirklich gespannt, wie Mainz aussieht. So, auf dem Weg in die Innenstadt sieht man natürlich wieder Ultra-Aufkleber. Der Fußball hat ja eine sehr, sehr große Bedeutung in Mainz, muss man einfach sagen. Krass. Oha, schaut mal, was ich hier gefunden habe. Über den Dächern von Mainz ist einfach mal ein kleiner Fußballcourt. Richtig nice. Da hinten sieht man noch so eine Kirchturmspitze. Und auf dieser Seite sehen wir auch einen Dom. Mal schauen, was das für ein Dom ist. Ihr wisst, ich kenne mich mit Allgemeinbildung überhaupt nicht aus. Ich suche nach einem Schild. So. So, das ist auf jeden Fall die Friedenskirche St. Stephan. Das ist ein mittelalterliches Altstadtgebäude. So, hab den Namen gefunden. Wir aber gehen jetzt immer weiter rein in die Altstadt. Die Gänge werden immer enger, die Gebäude werden immer älter. Let's go! So, angekommen am Mainzer Markt. Schaut mal, wie hier diese Gebäude aussehen. Hier ist so der Markt. Alles entspannte Stimmung, richtig, richtig cool. Und hinter mir ist der Dom. Schaut euch mal bitte dieses Gebäude an. Das ist so krass, auch mit dem Mond dahinter. Was für ein Bild! Ich muss euch mal diesen Ort zeigen, der ist einfach wunderschön, mega geil. Schaut es einfach selber. Guckt euch das mal an. Ah, es ist so schön ruhig. Man sieht so leicht die kleinen Wellen hier. Boah, richtig, richtig schön hier. So, noch eine kleine wichtige Info für euch. 1912 haben die 05er mit, jetzt muss ich es durchlesen, MFC Hermania 07 fusioniert. Und kurze Zeit später haben sie dann den endgültigen Namen 1. FSV Mainz 05 in die Welt gerufen. Und seitdem, ja, gibt es den Verein FSV Mainz 05. Und wie gesagt, jetzt fahren wir mal zur ersten eigenen Spielstätte von Mainz und gucken uns danach ein legendäres Stadion an. So, let's go. So, auch hier sind ganz klar die Fronten geregelt. 1905, das Gründungsjahr von Mainz 05. In dieser Stadt gibt es, glaube ich, nur einen einzigen Verein und das ist der FSV Mainz 05. So, 1910 wurde hier der erste eigene Fußballplatz gebaut, was ich auch gelesen habe, irgendwie mit Hilfe oder Unterstützung der Pionierbataillon. Und der Platz muss sich irgendwie auf dem alten Bahngelände, da ist ein Bahngelände, an der Ecke zwischen der Hattenbergstraße, das ist diese Straße hier, und Rheingauwall, das ist die Straße, die da hinten reingeht. Also diese Ecke hier, das heißt hier an diesem Bahngelände müsste der Platz gewesen sein. Aktuell ist hier Lidl, so. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier so da hinten auf dem Parkplatz von Lidl oder ein bisschen weiter drinnen der Platz war. Schade, dass man das nicht mehr so gut sieht, aber dafür, weil man es jetzt nicht gut sieht, fahre ich mit euch jetzt zu einem wirklich legendären Stadion von Mainz 05. Ihr alle, also jeder Fußballromantiker kennt das Stadion. Wir fahren da jetzt mal hin. Ihr wisst alle, welches Stadion ich meine. Let's go. Wir gehen zum alten Bruchweg.
Ah, da ist das legendäre Stadion am Bruchweg von Mainz 05. Die eine Tribüne wurde irgendwie abgebaut, sehe ich gerade. Hier sind, glaube ich, die Trainingsplätze. Wir gehen jetzt aber weiter dort. Wir können auf jeden Fall schon mal von hier einen Blick reinwerfen. Ich bin noch nicht rumgefahren, aber falls wir nicht reinkommen, würde ich euch gerne wenigstens diesen Blick hier gönnen. Also hier ist der alte, das alte Stadion am Bruchweg. Super geil. Guck mal, und hier stand die eine Tribüne, die jetzt leider nicht mehr da ist. Oh, was sehe ich denn hier? Heimspiel gegen Union Berlin. 11 Uhr, Park am Fort, Hauptstein. Alle gemeinsam zum Stadion. Da muss ich, glaube ich, hin. Jetzt nochmal von der anderen Seite hier, Bruchwegstadion. So sieht das aus, so sah es früher aus. Da ist sogar Jürgen Klopp noch. Das ist ja geil. So, und wir versuchen da mal jetzt reinzukommen. Ich bin mal gespannt, ob ich da irgendwie reinkomme. Ja, leider gab es gar keine Möglichkeit reinzukommen. Ich habe sogar nachgefragt, aber die haben mich nicht reingelassen. Kann man nichts machen. Man möchte ja auch nicht Hausfriedensbruch hier begehen, deswegen habe ich es einfach mal gelassen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass dieses Stadion seit 1949 vom FSV Mainz 05 das Stadion ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die neue Arena gebaut wurde, die wir ja heute noch besuchen, zu einem Bundesligaspiel. Das ist ja heute auch noch auf dem Zettel. Aber wie gesagt, ne, das war das alte Stadion von Mainz. Ich finde legendär. Hier hat Jürgen Klopp noch trainiert, Thomas Tuchel trainiert. Also einfach krass, wenn man sich so überlegt, zwei richtige Welttrainer, die einfach ja, hier in Mainz ihre Geschichte hatten. Das finde ich super. So, wir werden jetzt nochmal in die Stadt gehen. Ich werde nochmal einen kleinen Kaffee trinken, mal ein bisschen für euch das Video schneiden und dann geht's auch schon los zum Spiel FSV Mainz 05 gegen Union Berlin. Der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Serie. Das wird geil. Also, wir sehen uns gleich. So, ich bin jetzt am sogenannten Park, wo sich die ganzen Fans treffen. Ihr seht das hier im Hintergrund. Und wir laufen jetzt alle einmal zusammen zum Stadion, in die MEWA Arena. So, und auf dem Weg dahin erzähle ich ein bisschen was. So, ich habe mich jetzt doch entschieden, mit dem Roller zu fahren, weil ich noch ein paar Sachen erledigen will, gucken möchte. Also, da ist alles voll mit Mainzern. Die werden jetzt gleich einen Fanmarsch machen und ich hier auch auf dem Weg. So, da haben wir den Bus von Mainz 05. Der wird wahrscheinlich gleich zum Stadion fahren. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Schaut mal, den hätte ich nicht gesehen, wäre ich jetzt da geblieben. Also, wir fahren jetzt ins Stadion mit dem Bus zusammen. Let's go! Hier haben wir nochmal ein richtig geiles Graffiti. Chaos Boys Ultras. Ich glaube aus Winterthur. Krass. Jetzt zeige ich euch einmal das aktuelle Stadion von FSV Mainz 05. Da vorne ist sie, die MEWA Arena, das aktuelle Stadion. Und dort wird heute auch gespielt. Dort findet das Spiel gegen Union Berlin statt. Ich freue mich mega drauf. Und es ist echt funny. Man kommt hier einfach aus dem Tunnel und plötzlich sieht man die Arena komplett mitten im Feld. Hammer. Guckt euch das mal an, was hier los ist. Das ist der Wahnsinn. So, kommen wir noch mal ein bisschen zur Geschichte von Mainz 05, zur Bundesliga-Geschichte 2004. 2005 war Mainz 05 das erste Mal in der Bundesliga und haben Bundesliga-Geschichte gefeiert. Und die ersten beiden Spiele blende ich euch mal hier oben ein. Einmal das Heimspiel, einmal das Auswärtsspiel. Und so, und ich muss jetzt einmal komplett ums Stadion herum. Ich raste aus, ey. Das ist so geil. Genau da, wo ich war, war ein Zaun. Jetzt muss ich einmal komplett rum. Das ist mega. So, da sind wir drin. Let's go. Neues Stadion. Neue Tribünen. Neue Fans. Willkommen in Mainz. Krass. Das ist der finale Platz von mir heute. Ich habe die Heimfans im Blick. Ich habe das Stadion im Blick. Und die Gästefans.
Perfekt! So, hier wird erstmal richtig eingeheizt. Der Keeper von Mainz kommt auf den Platz. Union Berlin ist auf dem Platz. Support kommt. Jetzt kommen die Mainzer auf den Platz. Jetzt geht's hier los. Also ich muss sagen, Stimmung ist schon richtig gut. Richtig, richtig gut. Aufzeit und begrüße unsere 5 Fans auf der kommenden Tribüne. Was für ein Sprinter, der Junge. Leute, mal ein Fun Fact am Rande. Jürgen Klopp wechselt von Mainz mit You Never Walk Alone zu Dortmund, hat dort You Never Walk Alone, geht dann zu Liverpool und hat You Never Walk Alone. Das ist unglaublich. Jetzt schon geisteskranke Stimmung. Und beiden Fanlagern, ey. Ein Tor. Weg. Jetzt schießt. Ja. Weg. Das liebe ich an Mainzer Fans. Guckt euch mal das an. Das sind richtige Macher. So, 40 Minuten gespielt. Ich finde, Mainz hat ein bisschen mehr Spielanteile. Aber so richtige Großchancen auf beiden Seiten noch nicht. Da muss noch was in der zweiten Halbzeit kommen. Halbzeit hier in der MEWA Arena steht 0:0. Wir sehen uns gleich wieder. Wir starten jetzt in die zweite Hälfte. Wo sind die Fans? Das gefällt mir nicht da. Dieser VIP-Bereich. Hier ist alles voll, die sind da. Derseits sind die auch da, die Gästefans. Und wir legen los. Oh, die Stimmung ist wieder da. Geil. Geile Stimmung in Mainz, wirklich. Mit Ansage 1:0.
1-0. Also man sieht, dass in der zweiten Halbzeit Mainz richtig Bock hat, hier das Ding zu gewinnen. Die drücken richtig gut. Union hat sich deutlich zurückgezogen. Also hier könnte auch locker noch ein 2-0 fallen. Mainz, aktuell Jungs, 31.500. So Leute, das Spiel ist aus, das Spiel endet 1-1. Gleich kommt mein Fazit. So meine Lieben, das war die Dokumentation hier aus Mainz, ewige erste Liga, FSV Mainz. Ich hoffe, euch hat der Verein gefallen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren, abonnieren, bitte supportet diesen Kanal. Denn wie gesagt, wir werden jeden Verein, der einmal in der ersten Liga war, supporten, aufnehmen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, euer Fan Primus. Bis zum nächsten Video. Bye, bye, hier aus Mainz.